benötige die Tage etwas Kleines, sehr Leckeres, das sollte hübsch aussehen und man soll das so naschen können im Vorbeigehen und ich möchte es noch gut transportieren können. Und da sind mir eingefallen die leckeren Mürbeplätzchen und ich möchte einige einfach nur in Kuvertüre tauchen und andere mit Nuss-Nougat oder Nougat füllen, also doppelt backen und dafür habe ich mir einige Ausstechformen hier bereitgelegt. Das sind jetzt Häschen, weil die passen einfach gut in die Osterzeit. Das muss man aber gar nicht machen. Man könnte die auch als Frühlingsplätzchen machen mit Blumen zum Beispiel. Die sind der Teig ist ähnlich wie die flammenden Herzen, nur werden die ja gespritzt. Das ist ein Mürbeteig zum Spritzen und dieser ist zum Ausrollen. Das ist total einfach. Ich muss sie sowieso machen und deswegen habe ich gedacht, kann ich euch die auch eben noch schnell zeigen, weil der Teig und die Plätzchen so schnell gemacht sind. Und das war mir eben auch wichtig, dass das alles ganz ruckizucki gemacht ist, obwohl ich ganz viele machen möchte. Und für den Teig brauche ich 350 Gramm Mehl, 175 Gramm kalte Butter, ich gebe da alles einfach in eine Schüssel, 80 Gramm Zucker, meine Butter da rein, eine Prise Salz, und ein Ei. Und den Teig verknete ich jetzt richtig schön gut und stelle den dann in den Kühlschrank so eine halbe, dreiviertel Stunde, damit der richtig schön kalt ist, damit ich den gut ausrollen kann. Jetzt habe ich ja meinen leckeren Mürbeteig eine Zeit lang in den Kühlschrank gelegt, einfach damit er richtig schön fest ist und gut durchkühlt. Und jetzt bemehle ich mir einfach die Arbeitsfläche und roll mir den richtig schön glatt aus, so ein paar Millimeter dick, damit ich meine Häschen alle ausstechen kann. Ein bisschen Mehl auch oben drauf und in der Zwischenzeit, oder gerade eben, habe ich den Backofen schon mal vorgeheizt auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und da backen die Kekse gleich so 8 bis 10 Minuten. Und dann müsst ihr eben aufpassen. Das erste Blech braucht immer 2 Minuten länger als die danach folgenden Bleche. Einfach weil der Backofen dann richtig schön heiß ist. Aber jetzt roll ich erstmal. So, jetzt habe ich meinen Teig hier richtig schön ausgerollt. Und für die Kekse, die ihr befüllen wollt mit dem Nougat, so wie ich das jetzt mache, könnt ihr den Teig ein bisschen dünner ausrollen, damit die Kekse nicht ganz so dick werden. Und dann brauche ich natürlich ja immer 2 pro Keks. Die kann ich mir nachher spiegelverkehrt aneinander legen. Und jetzt steche ich mir die alle aus und lege mir die schön aufs Backblech. Ich habe hier so süße Häschen. Das sieht nachher richtig nett aus und die schmecken total lecker. So. Und das Backblech habe ich mir hier auch schon vorbereitet. Einfach, ich habe wieder Margarine darunter gestrichen und dann das Backpapier auf mein Backblech gesetzt. Und jetzt verteile ich mir einfach meine Kekse schön hier auf dem Backblech. Die brauchen gar nicht so weit auseinander, weil die gehen ja gar nicht so auf oder gehen ja nicht auseinander. Werden einfach gebacken wie ganz normale Plätzchen und gehen dann für 8 bis 10 Minuten in den Backofen. Habe ich vorhin gesagt, spiegelverkehrt ausbacken? Quatsch, das ist wirklich Blödsinn. Die werden ja aufeinander gesetzt, wenn ich die jetzt mit Nougat fülle. Und die Häschen, die ich füllen möchte, das kann man hier schön sehen, sind viel dünner gebacken als die, die ich nur in Kuvertüre tauchen möchte. Weil dann hat man ja einen doppelten Keks, dann ist der auch dick genug. Und ich habe mir das Nuss-Nougat oder Haselnuss-Nougat geschmolzen und wieder erkalten lassen, weil wenn das zu warm ist, dann läuft euch das direkt auf den Keksen weg und jetzt schneide ich mir einfach so eine Spitze von meiner Spritzhülle ab, fange ich denn an, damit ihr das sehen könnt, und jetzt male ich einfach das Häschen nach und dann muss das Nougat natürlich einmal wieder fest werden, wenn ich jetzt den anderen da drauf gesetzt habe. Ich habe mir die so schön hingelegt, dass ich immer genau auskomme. Jetzt lege ich die da drauf und jetzt muss das Nougat erst fest werden, bevor ich da noch Kuvertüre drauf machen kann.
Mein Nougat in den Häschen ist jetzt richtig schön angezogen und jetzt habe ich die Kuvertüre auch schon geschmolzen. Es sieht total lecker aus, sieht jetzt schon richtig lecker aus. Ich finde, das ist eine klasse Idee. Klein, lecker, hübsch und man kann das schön transportieren. Muss man aber gar nicht. Kann man auch zu Hause selber vernaschen, die kleinen Häschen. Und jetzt könnt ihr eigentlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt die natürlich auch richtig schön bemalen, aber ich finde, das reicht, wenn man die Öhrchen jetzt einfach in Schokolade tunkt und eventuell die Füßchen. Und dann sehen die schon hübsch aus. Und weil ich mir ja ein bisschen Schokolade in den Spritzbeutel gegeben habe, kann ich dann auch hier gleich noch ein Pünktchen drauf machen für ein Auge. Und ich habe mein Backblech einfach stehen gelassen. Das war das Backpapier vorhin vom Backen. Und dann können die nämlich hier drauf richtig schön trocknen. Und jetzt kriegt das Häschen noch ein Auge. Und damit ist so eine leckere Kleinigkeit fertig. Und die Häschen, die ihr nicht befüllt habt, da könnt ihr das Gleiche machen. Oder einfach die Öhrchen hier in Schokolade tunken und vielleicht ein Gesicht drauf malen, wie man gerne möchte. Ich finde, das ist eine tolle Idee, auch eine schöne Backidee, wenn ihr mit den Kindern noch backen wollt, weil man muss ja nicht nur immer zu Weihnachten backen. Man isst ja das ganze Jahr über Kekse. Wir kaufen uns ja auch Kekse, wenn man mal zum Kaffee einfach ein paar Kekse haben möchte. Dann kann man jetzt zu Ostern oder zum Frühling sich Frühlingskekse oder Osterkekse backen. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen. Über jedes Like freue ich mich natürlich und über jeden Kommentar. Bis dahin, eure Bea.